Hallo und herzlich willkommen zu Stadtgespräch TV bei bestem Herbstwetter. Mit Laub kann man nicht nur basteln, sondern auch den Igel glücklich machen. Im Jahr des Igels freut sich unser Maskottchen Eddie der Igel ganz besonders, dass wir dieses Thema näher beleuchten. Deshalb bin ich heute mit Herrn Rackelmann verabredet, dem Stadtförster der Stadt Prenzlau. Wir wollen also mal hören, was der Profi so über den Igel zu erzählen hat. Der Herbst wird oft mit dem Igel verbunden. Versteckt unter Gehölzen und bunten Blättern ist er das Sinnbild der Jahreszeit. Doch diese romantische Szene gibt es immer seltener, denn die Population des Igels ging in den letzten Jahren immer weiter zurück. Warum das so ist, weiß Jens Rackelmann, Stadtförster der Stadt Prenzlau. Jede Gartenbesitzerin und jeder Gartenbesitzer könne bereits mit Kleinigkeiten dafür sorgen, dass sich der Igel wieder wohler fühlt und vor allem Nahrung findet. Denn alles befinde sich in einem Kreislauf. Die Igel sind Insekten- und Schneckenfresser. Regenwürmer, Raupen und Larven seien besonders beliebt auf dem Igel-Speiseteller. Diese siedeln sich jedoch nur an, wenn die Vegetation breit aufgestellt sei, so zum Beispiel mit Obststräuchern, Rosen, Storchschnabel und Stauden. Und genau hier fühlen sich auch heimische Igel wohl. Es reicht eben halt nicht, nur eine kleine Ecke zu haben, wo man einen Strauchhaufen liegen lässt, wo er sich zurückziehen kann. Er muss sich übers Jahr auch ernähren können. Und das funktioniert eben halt nur über eine gewisse Vielfalt. Und ein immer kurz geschorener Rasen und eine Thuja- und Kirschlorbeerhecke und gepflasterte Einfahrt, da wird sich nie ein Igel wohlfühlen und zurückziehen können. Das funktioniert einfach nicht. Es herrschen schon frostige Temperaturen. Genau aus diesem Grund sollen es sich die Igel in diesem Winter besonders kuschelig machen können. Dafür hat die Wohnbau Prenzlau gleich 2 Igelwohnungen eingerichtet. Und diese haben ihren Platz im Stadt- und Seepark gefunden. Ein Igelhaus als Winterquartier. So macht die Wohnbau Prenzlau in diesem Herbst auf die stacheligen Tiere aufmerksam. Neben den Prenzlauer Kindergärten wurden nun auch Igelhäuser im Stadt- und Seepark aufgestellt. Die Standorte wurden igelfreundlich gewählt. Zwischen kleinteiligen Strukturen, wie zwischen Sträuchern und Geästen, fühlt sich der Igel am wohlsten. Auch zukünftig möchte die Wohnbau Projekte im Bereich Artenschutz und nachhaltigem Flächenmanagement umsetzen. Mit Bepflanzungen und Veränderungen im Grünflächenmanagement möchte das kommunale Wohnungsunternehmen prüfen, wie es Mieter und naturfreundliche Wohnumfelde schaffen kann. In enger Beratung steht die Wohnbau dabei zukünftig mit dem Revierförster und den Mitarbeitern für Natur- und Umweltschutz der Stadt Prenzlau. Beste Aussichten für den Igel und seine tierischen Freunde. Bald in bester Nachbarschaft zur Wohnbaumieterschaft zu wohnen. Apropos Nachbarschaft, Sie haben noch bis zum 30. November Zeit, bei der Aktion Die Wohnbau sucht beste Nachbarn 2024 mitzumachen. Die Wohnbau sucht Mieterinnen und Mieter, die sich durch ihr besonderes Engagement in ihren Wohnhäusern auszeichnen. Denn sie machen den Unterschied im Alltag und sorgen dafür, dass eine Wohnung zum Zuhause wird. Wer trägt Ihren Einkauf hoch? Wer kümmert sich um Ihre Post und Ihre Pflanzen, wenn Sie verreist sind? Wer hat stets ein offenes Ohr für Sie und wem möchten Sie dafür einmal Danke sagen? Wenn Sie so jemanden kennen, dann schlagen Sie diese Person als besten Nachbarn 2024 bei der Wohnbau vor. Die von einer Jury ausgewählten besten Nachbarn 2024 dürfen sich auf einen City-Gutschein im Wert von 100 Euro freuen. Und auch als Tippgeberin oder Tippgeber lohnt sich die Teilnahme. Sie erhalten ein Überraschungspaket der Wohnbau Prenzlau als Dankeschön für Ihre Unterstützung. Mitmachen können Sie per Brief an die Wohnbau über die Website www.wohnbauprenzlau.de/nachbarschaft oder auch über den Online-Service Friedrich. Von der Nachbarschaft zurück zum Igel. Auch wenn vorerst Mützenwetter herrscht, freut sich die Kita-Freundschaft bereits auf den Sommer im nächsten Jahr. Denn Eddie der Igel hatte hier eine ganz besondere Überraschung. Wohnbaumaskottchen Eddie wird in der Kita-Freundschaft bereits sehnsüchtig erwartet.
Im Sommer hatten die Erzieherinnen und Erzieher der städtischen Kita festgestellt, dass es immer Kinder oder besser gesagt Eltern gibt, die hin und wieder eine Kopfbedeckung zu Hause vergessen. Ohne Sonnenschutz dürfen die Kinder nicht raus auf den Hof. Sehr schade bei gutem Wetter und wo doch die frische Luft so wichtig ist. Das soll sich im nächsten Jahr ändern. Eddie der Igel überreichte den Kindern 60 orangene Käppis. Diese verbleiben in der Kita und dienen den Kindern als Sonnenschutz, wo es morgens einmal wieder so schnell gehen muss, dass die Kopfbedeckung zu Hause liegen bleibt. In diesem Sinne freut sich die Kita bereits auf die wärmeren Tage im nächsten Jahr. Aber bis der nächste Sommer vor der Tür steht, ist noch einige Zeit. Jetzt heißt es erstmal besinnliche Weihnachten. Eine Zeit im Jahr, in der man innehält und das Jahr Revue passieren lässt. Das wollen wir gemeinsam mit Geschäftsführer René Stübmann in der nächsten Ausgabe machen. Also, schalten Sie wieder ein! Musik.